Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12, die erste Sendung im neuen Jahr. Und zum Jahresanfang wünschen wir dir eine mächtige Begegnung mit Gottes Güte. Gottes Schutz und Gesundheit und vertraue auch dieses Jahr dem Herrn an. Er wird dich versorgen. Ja, ein neues Jahr, neue Möglichkeiten und wir wünschen dir die ganze Dimension Gottes für dieses Jahr. Ja, Hoffnung um 12, Gott, der sieht. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat, aber heute nicht am Telefon. Gott, der sieht, du kennst bestimmt diesen Ausspruch, es ist die Jahreslosung für 2023. Du bist ein Gott, der sieht. Ja, nur ein lebendiger Gott kann sehen. Nur ein liebender Gott kann sehen, will sehen. Nur ein allmächtiger Gott sieht und hilft dir. Ist das nicht wunderbar? Ein Gott, der sieht. Er sieht dich. Er kennt dich mit Namen. Er sieht deine Situationen und sei nicht bekümmert. Wenn es auch mal irgendwo nicht so gut läuft und du sagst, warum macht Gott nichts? Er ist ein Gott, der sieht. Verstecke dich nicht vor Gott, egal was du angestellt hast. Er vergibt. Er ist der liebende Gott. Lass ihn in dieser rauen Zeit wirklich dein Gott sein. Ein liebender Gott. Und das ist wunderbar. Er ist ein Gott, der sieht. Er sieht, was dir Ungerechtes passiert. Und er steht dir zur Seite. Danke, Herr, dass du ein Gott bist, der sieht. In diesem ganzen neuen Jahr, Herr, mit all dem, was uns herausfordert, mit all dem, wo wir nicht weiter wissen. Ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der sieht. Amen. Amen. Gerne beten wir auch wieder für all die Anliegen, die bei uns eingegangen sind. Und folgendes Gebetsanliegen schrieb uns eine Frau. Sie hat Probleme mit ihrem Fuß. Sie schreibt, hallo liebes Gebetsteam, ich habe am rechten Fuß eine Knochenhautentzündung. Könnt ihr für das Anliegen beten und dass ich wieder schlafen kann? Ich danke euch sehr dafür. Und Jesus, du kennst diese Frau mit der Entzündung am Fuß und ich danke dir, dass du eingreifst, dass du diese Knochenhaut wieder vollständig wiederherstellst, so wie du sie geschaffen hast und dass diese Schmerzen verschwinden. Wir entmachten sie durch das Blut Jesu und ich danke dir, dass du eingreifst und ich danke dir, dass du ihr auch wieder Frieden schenkst in ihrem Herzen, dass sie ruhig schlafen kann. Danke, Jesus, dass alle Angst oder alle Aufgeregtheit, alles, was sie da beschwert, dass es verschwindet windet und dass sie in deiner Ruhe schlafen kann. Danke, Jesus, dass du eingreifst. Wir danken dir dafür. Amen. Amen. Und per E-Mail erreichte uns dieses Gebetsanliegen. Ich habe entzündete und verkürzte Sehnen wegen einer starken Fibromyalgie und auch der Darm ist entzündet und total verkrampft. Ich kann mich kaum bewegen, atmen oder liegen. In letzter Zeit kommen einige Gebetsanliegen wegen dieser Fibromyalgie. Und auch für all diese Menschen möchten wir beten. Und Jesus, ich danke dir, dass du diese Krankheit kennst und weißt und dass du sie ans Kreuz genommen hast. Und ich danke dir, dass du jeden berührst, der mit dieser Krankheit behaftet ist. Und ich danke dir, dass du auch ganz besonders diese Frau kennst, die da geschrieben hat mit ihren verkürzten Sehnen und all das, was da in Mitleidenschaft gezogen wurde, der Darm und ja, die Verkrampfungen und alles, was da nicht in Ordnung ist. Und wir danken dir einfach, dass du eingreifst. Danke, Jesus, dass in dir Heilung ist. Und wir sprechen Heilung aus über ihrem Leib und über all diesen anderen Menschen, die mit dieser Krankheit behaftet sind. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen, wir beten gerne dafür und die Infos sind wie immer eingeblendet. Und eine Frau schreibt uns folgendes Gebetsanliegen für ihren Papa. Liebes Missionswerkteam, bitte beten Sie für meinen Papa. Er ist Diabetiker und sein Zucker ist momentan so hoch und kommt nicht runter. Er bekommt auch keinen Termin so schnell beim Arzt.
In letzter Zeit kommen so viele schlechte Nachrichten auf unsere Familie zu. Bitte beten Sie, dass mein Papa von Diabetes geheilt wird. Danke. Ja, auch das wollen wir gerne tun. Und ja, wir haben letzte Woche erlebt, dass jemand davon geheilt wurde und wieder der Zuckerwert ganz normal ist. Und da wollen wir jetzt auch dafür beten. Herr, ich danke dir dafür. Herr, du siehst die Sorge, du siehst die Diabetes und ich danke dir dafür, Herr. Herr, lass wirklich wieder diesen Zuckerwert wieder ins Normale kommen. Schenk Weisheit auch für das ganze Essen, mit Umgang mit der ganzen Geschichte. Und ich danke dir dafür, für Heilung. Und du siehst auch, Herr, was in diesem Anliegen alles noch steht, Herr, die ganzen Herberge von Nöten. Herr, ich danke dir dafür. Schenk dieser Familie richtig viel Weisheit und Freude, Herr, dass Dinge gelöst werden, die sie nicht für möglich gehalten haben. Amen. Amen. Eine Frau hat Zukunftsängste und braucht einen Arbeitsplatz. Sie schreibt: Ich habe mich beruflich verheizt in den letzten Jahren. Ich weiß, dass ich aus der Firma weg muss. Ich weiß, ich muss weg von dieser Arbeit. Sie macht mich kaputt. Bin gesundheitlich angeschlagen und weiß, es wird Zeit für etwas Neues. Eine neue Stelle, eine neue Firma, wieder etwas Hoffnung. Andererseits habe ich Angst, diesen Schritt zu tun. Angst, meine jetzige sichere Stelle zu kündigen. Ja, Herr. Oh, Herr, begegne auch dieser Person, Herr. Und schenke wirklich den Mut, vorwärts zu gehen. Herr, denn wenn wir nicht was hinter uns lassen, können wir das Neue nicht beginnen. Ich danke dir dafür, Herr. Danke, Herr. Schenk ihr eine wunderbare Stelle, eine Stelle, die ihr Freude macht, wo sie in ihrem ganzen Leben noch nicht so viel Freude hatte. Ich danke dir dafür. Danke, Herr. Herr, dass du wirklich, wie schon gebeten, den Mut schenkst, den ersten Schritt zu tun. Und danke, Herr. Herr, dass du den Weg bereitet hast. Amen. Amen. Und Gott erhört Gebet. Das haben wir an den vielen Zeugnissen schon oft erlebt. Und Gott versorgt auch mit Arbeitsstellen, auch im neuen Jahr. Da schreibt jemand: Vor einiger Zeit habt ihr für meinen Sohn für eine neue Arbeit gebetet. Er hat eine neue Arbeitsstelle als Rechtsanwalt bei guter Bezahlung bekommen. Vielen Dank für eure Gebete. Und gerade haben wir gebetet, weil jemand eine Arbeitsstelle braucht. Und das, was Gott hier getan hat, kann er auch bei der anderen Person tun. Und es ist wunderbar, dass wir Gott vertrauen dürfen, dass er uns hilft. Ein Hirntumor schrumpft, schreibt diese Frau aus der Schweiz. Ich habe seit 10 Jahren einen Hirntumor. Er war ursprünglich circa 2,5 Zentimeter groß. Vor circa 5 Jahren schrumpfte er um die Hälfte und jetzt war er nur noch 3,5 Millimeter groß. Es geht mir auch besser, habe keine Kopfschmerzen mehr und bin nicht mehr so stark erschöpft. Herzlichen Dank für die vielen Gebete. Ja, und das ist schon ein Wunder, von 2,5 Zentimeter auf 3,5 Millimeter. Das ist ein Riesensprung. Wie wunderbar. Alle Ergebnisse in Ordnung nach Darmkrebsdiagnose. Vor gut einem Jahr schrieb ich euch, weil mein Schwiegersohn mit Darmkrebs konfrontiert war und behandelt werden musste. Ich danke euch für Gebet und den ermutigenden Brief. Wir freuen uns alle sehr und sind Gott so dankbar für die Heilung. Er hat das Wunder geschenkt. Alle Ergebnisse sind in Ordnung. Auf Gott kann man sich immer verlassen, schreibt diese Frau. Ich möchte mich ganz herzlich für die Gebete bedanken. Alles hat sich zum Guten gewendet. Mein Schwiegersohn hat eine neue Arbeitsstelle bekommen und die anfänglichen Schwierigkeiten sind beigelegt. Alles ist gut. Auf Gott kann man sich immer verlassen. Und das ist wirklich so. Ja, auf Gott kann man sich verlassen. Wir haben es gehört. Es sind so viele Wege, wie Menschen berührt werden. Da schrumpft mal der Tumor, wie wir es gehört haben, und ist nicht plötzlich ganz weg. Und dann bekommt man wieder ein Zeugnis, wo er schnell weggeht. Ja, Gott hat Mittel und Wege und auf Gott ist Verlass. Und manchmal möchten wir gerne Gott schucken und sagen, mach schneller. Er weiß, was er tut. Hat er auch bei dir was getan? Lass es uns wissen. Er ist ein Gott, der sieht. Und
tue dich heute mal ganz bewusst vor Gott hinstellen. Du fragst vielleicht wo, vor den Spiegel oder so, ist egal, wo du bist. Aber einfach sagen, hier bin ich Gott, du siehst mich. Schließ die Augen und genieße es, dass Gott dich sieht. Und Gott ist immer noch derselbe, auch im Jahr 2023. Und du darfst uns dann Anliegen schicken. Wir beten gerne dafür. Und Gott erhört Gebet. Wir möchten dich jede Woche ermutigen, nicht nur mit Hoffnung um 12, sondern jeden Montag haben wir die Ermutigung der Woche als E-Mail, also ein anderes Thema, wie wir in Hoffnung um 12 haben. Wenn du das noch nicht abonniert hast, dann kannst du es tun. Es ist völlig kostenlos. Und wir verabschieden uns und wünschen dir eine gesegnete Woche. Alles Gute. Der Herr segne dich. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.